meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Auftaktspiel hier in Essen in der dritten Liga, nach dem Spiel Rot-Weiß-Essen gegen die SV Elversberg. Wir hatten 16.347 Zuschauer und die haben ein 1:5 gesehen. Die Tore für Elversberg haben zweimal Koffi und zweimal Schnellbacher sowie einmal Schahin erzielt. Für Rot-Weiß-Essen hat Berlinski getroffen. Bevor ich die Trainer begrüße, habe ich noch ein paar Endergebnisse für Sie, nämlich Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln 3:1, Oldenburg gegen Meppen 1:1, Dresden gegen 1860 3:4, Saarbrücken gegen Verl 1:0, und Ingolstadt gegen Bayreuth ebenfalls 1:0. Und nun begrüße ich sehr herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, nämlich unseren Gast Horst Steffen und Christoph Dabrowski zu seiner ersten Spieltagspressekonferenz hier in Essen. Und ich darf Herrn Steffen bitten, den Anfang zu machen und seinen Kommentar zum Spiel zu sprechen. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich bin natürlich überglücklich über den Verlauf des Spiels, dass wir so gut reingekommen in die Partie sind. Das war bemerkenswert. Die Jungs waren sehr konzentriert und auch läuferisch in der Lage, das Pressing so zu spielen, wie ich das gerne gesehen habe. Und dementsprechend war das echt ein guter Auftakt mit einer turbulenten Anfangsphase, wo es hin und her ging mit dem Elfmeter dann und verschossenen Elfmeter. Und wir haben uns von der Kulisse eher inspirieren lassen und weniger beeindrucken lassen. Das war gut, ein guter Test für uns, wie wir mit den neuen Stadien und mit der Umgebung und den vielen Fans klarkommen werden. Deshalb bin ich sehr, sehr erfreut darüber, wie die Mannschaft das 2:1 dann auch weggesteckt hat und weiter versucht hat, immer wieder Lösungen zu finden nach vorne, die wir dann gefunden haben und tolle Tore gemacht haben. Also wirklich die erste halbe Stunde war schon sehr gut gespielt. Und dann war ich eine Viertelstunde bis zur Halbzeit nicht ganz glücklich, aber am Ende muss ich sagen, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, haben wir es verdient gewonnen. Wir haben ein tolles Spiel gemacht für das erste Spiel seit Ewigkeiten. Dann in Essen bin ich sehr, sehr glücklich und zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Und dementsprechend freue ich mich. Euch wünsche ich alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Und hoffe, dass eben RWE in der dritten Liga bleibt. Das Ziel haben wir genauso. Ja, es ist der erste Spieltag, der gibt nicht viel her. Außer dass wir jetzt heute mal gewonnen haben, RWE verloren hat. Viel mehr ist es nicht. Und im Laufe des Spiels war es halt auch immer wieder so, dass ich das Gefühl hatte, wenn die jetzt mal ein Gegentor machen, wenn die nochmal durchkommen, was sie in der Anlage immer wieder auch gezeigt haben, dann kann das nochmal eng werden mit der Kulisse. Wir haben Gott sei Dank haben wir echt sauber verteidigt und wenig zugelassen und waren da bis zum Schluss konzentriert. Und deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel und wünsche euch alles Gute. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Steffen. Und dann leite ich gleich über zu Christoph Dabrowski. Also nochmal bezeichnend, Elfmetersituation, wo wir den Ausgleich schaffen können. 60 Sekunden später dann der zweite Nackenschlag mit dem 2:0. Insgesamt bei den Gegentoren sehr, sehr einfach zugelassen durch Stellungsfehler nach einem Einwurf, Ballverluste. Und im Grunde genommen dann auch nicht zielstrebig genug nach vorne, aber auch mit vielen Ballverlusten im Offensivspiel verbunden. Deswegen können wir da an der Stelle nicht zufrieden sein. Man hat gesehen, dass man sich nicht nur auf fußballerische Komponenten besinnen darf in der dritten Liga, sondern man muss schon auch gucken, dass man in die Körperlichkeit, Intensität reinkommt. Das, was wir uns heute vorgenommen haben, haben wir leider nicht auf die Platte bekommen. Deswegen haben wir viel Arbeit vor uns und die werden wir jetzt in den nächsten 2 Wochen nutzen, um dann in Duisburg beim Derby die ersten Punkte einzufahren. Euch, Horst, auch für die kommende Saison alles Gute und nochmal Gratulation zum Sieg. Vielen Dank. Ja, danke, Christoph. Nun haben Sie wieder Gelegenheit, an die beiden Trainer Fragen zu stellen. Ich bitte Sie, das Mikrofon zu benutzen, das der Michael Ihnen gleich reicht, für die Übertragung in die anderen Räumlichkeiten. Bitte schön. Eine Frage an Christoph Dabrowski. Thomas Eisfeld hat unter der Woche gesagt, dass es in der dritten Liga auch mal so sein würde, dass man als Mannschaft Lehrgeld bezahlt. War das heute so ein Spiel, wo Sie sagen, da hat man auch gesehen, aus Trainersicht, an welchen Stellschrauben man noch drehen muss, vor allen Dingen jetzt im Defensivbereich mit 4 Gegentoren in, ich glaube, 28 Minuten?
Ja klar, wenn man das so will, war das heute das sogenannte Lehrgeld, was wir bezahlt haben. Ja, wir besprechen das in Ruhe mit der Mannschaft. Wir müssen natürlich da schon auch uns die Dinge nochmal angucken. Und dann haben wir die Chance, das auch im Training dann uns zu erarbeiten und im nächsten Spiel besser zu machen. Ja, und ich habe es ja nochmal gesagt, das braucht in der dritten Liga Intensität, Körperlichkeit, ja, nicht nur die fußballischen Komponenten. Und wenn das eine nicht am Optimum ist und das andere sehr fehlerhaft ist, dann hat der Gegner eine große Möglichkeit, dann auch die Punkte dann auch mit nach Hause zu fahren. Und da haben wir wirklich viel Arbeit vor uns, aber wir wollen uns entwickeln, die nächsten Schritte machen. Ja, und das werden wir auch in den nächsten zwei Wochen tun. Und eine kurze Nachfrage zu Ron Berlinski, der in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ist gerade hier so ein bisschen humpelnd durch die Katakomben gelaufen. Gibt es da schon einen ganz aktuellen Stand oder ist das noch offen? Ja, der hat Probleme am Hüftbeuger gehabt, deswegen konnte er dann auch nicht mehr weitermachen. Da müssen wir morgen mal genauer untersuchen lassen. Ja, jetzt hier in der PK kann ich Ihnen leider keine Diagnose geben. Ich werde Ihnen jetzt nicht tiefe Einblicke in meine Halbzeitansprache geben. Ja, aber Fakt ist, wenn du zur Halbzeit 4-1 zurückliegst, dann richtest du den Fokus erstmal nach vorne, ja, und versuchst das, was hinter dir ist, was nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, nicht zu thematisieren, sondern nach vorne zu schauen, ja, und der Mannschaft nochmal ein paar Dinge mitzugeben, um das Ganze zu drehen. Ja, und leider ist es uns nicht gelungen, dann rechtzeitig das zweite oder das Anschlusstor zu machen, weil ich glaube, dann wäre hier noch eine Portion Wucht zu spüren von draußen. Und dafür haben wir aber zu wenig Zielstrebigkeit, auch uns Torchancen zu erspielen gehabt. Und daran müssen wir arbeiten. Was war Ihre Idee dahinter, dass Bastians und Herzenbruch die Position in der Abwehr gewechselt haben? Was wollten Sie damit erreichen? Also ich glaube, in der Endphase der letzten Saison war das in der Konstellation so, dass es funktioniert hat mit den beiden. Wir haben jetzt in der Vorbereitung das immer wieder mal probiert und haben auch gute Ergebnisse erzielt, ja, in den Testspielen. Und also ich finde, man sollte jetzt nicht nach einem Spiel alles über den Haufen werfen und das in Frage stellen. Ja. Wir müssen das in Ruhe analysieren, was heute passiert ist, und müssen dann die richtigen Positionen, die richtigen Spieler auf den Platz bekommen, die dann dafür sorgen, dass wir A, eine bessere Leistung bringen und dann auch B, die Chance haben, dann auch Spiele zu gewinnen mit der Leistung, die wir auf den Platz bringen. Haben Sie noch Fragen? Nicht der Fall, dann ein herzliches Dankeschön. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal hier im Stadion. Tschüss.